Ich habe euch wieder 2 Wochen lang dabei gehabt, um euch zu zeigen, was ich so trage, dass man durchweg auch gut gekleidet sein kann, auch wenn man Secondhand-Kleidung kauft und somit nachhaltig handelt. Und was ich so getragen habe, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. In meinem Format zeige ich dir, dass man mit Secondhand-Kleidung durchweg ganz gute Outfits hinkriegen kann. Und ich kaufe meistens Secondhand. Das, was ich neu kaufe, kaufe ich für Fashion inzwischen. Also da gibt es für mich schon straight Linien. Und gerade beim Secondhand-Kauf spart man ja unwahrscheinlich viel. Deswegen kann man dann an anderer Stelle auch wieder ein bisschen mehr ausgeben. Bei mir geht es aber ganz strikt danach, nichts im Kleiderschrank zu haben, was ich nicht nutze. Und nicht, dass du denkst, so, warum ist die so warm angezogen? Bei mir ist es doch jetzt viel wärmer. Das Video ist vorgedreht und tatsächlich war es zu der Zeit bei mir noch nicht ganz so warm. Und ich habe stellenweise eben auch langärmelige Sachen angehabt. Wir legen jetzt am besten aber gleich los. Dann kann ich dir das in Beispielen einfach zeigen. Tag 1 war es zum Beispiel so, da habe ich mein Cocay-Oberteil angehabt. Und das ist ja so halb Bluse, halb Pulli. Wenn es richtig kalt ist, kannst du das nicht anziehen. Ich mag es dennoch, also auch wenn es so ein Übergangsding ist, weil es ist nicht warm und es ist auch irgendwie nicht so wirklich atmungsaktiv. Also bei manchen Kleidungsstücken verstehe ich halt, warum man die hergegeben hat, weil sie einfach nicht ganz so günstig sind für jede Lebenslage. Und zu dem Oberteil trage ich meine blaue Stoffhose, die ich bei mir im Caritasladen geholt habe, im Secondhand-Kaufhaus. Ich habe für die 2 Euro bezahlt. Ist eine Esprit-Hose. Das ist echt klasse. Und dazu trage ich meine Puma-Schuhe, die ich jetzt durchweg jetzt ein Jahr konstant immer wieder getragen habe. Die haben aber auch schon ganz schön gelitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind hinten an der Ferse schon ziemlich durch. Und dazu trage ich meine Jeansjacke. Ich bin immer noch auf der Suche nach so einer Levis mit perfekter Waschung, vielleicht so ein bisschen, ja, abgewetzt auch. Das ist so ein Ding, das habe ich schon so lang vor mir. Die perfekte Jacke habe ich aber bis dato noch nicht gefunden in dem Bereich. An Tag 2 trage ich ein blaues Tok-Tok-Shirt. Ist eins von meinen ersten gewesen. Das hat von der Farbe her noch überhaupt nicht gelitten. Die Tok-Tok-Sachen, die haben eher eine Qualität, die ist umwerfend. Also ich habe jetzt schon einige Sachen. Ich habe eine Leggings, die zeige ich euch auch noch im Laufe des Videos. Dann habe ich einen Haufen Strümpfe. Dann habe ich eine Unterhose, die ist auch top, 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 top Qualität. Und die T-Shirts, die kannst du auch echt eine Weile lang anziehen, ohne dass die anfangen irgendwie zu stinken. Weil es halt Biobaumwolle ist, da ist keine Chemie drin. Oftmals ist es die Chemie in den Fasern selbst, die eben, ja, wo man dann ungünstig riecht. Die Bluse, die ich jetzt anhabe, ist Outfit Nummer 6. Die kann ich auch nur einen Tag anziehen. Dann riecht die auch komisch. Dazu trage ich meine grüne Stoffhose. Und das ist so mein Staple, meine Staple-Hose, die ich einfach jetzt im Sommer trage, weil ich Kompressionsstrümpfe tragen muss. Und ich ertrage nichts Warmes an den Füßen, echt nichts. Also du kannst schon nichts Kurzes anziehen und Jeans geht überhaupt nicht. Also Stoffhose, die Stoffhosen habe ich mir jetzt als letztes bei Jubab geholt. Die mussten einfach unbedingt her. Und dazu trage ich meine bunten Sir Oliver Ballerinas, die tatsächlich ein bisschen ungünstig sind, weil die vorne mir mit der Zeit wehtun. Die muss ich noch ein bisschen einlaufen. Ich habe in der Hinsicht, muss ich aber auch zugeben, schwierige Füße. Aber wirklich schwierige Füße. Weil, ja, ich kriege schnell Blasen. Aber wenn ich Schuhe eingelaufen habe, dann passt das. Und die sind wahrscheinlich echt noch ein bisschen zu neu. Outfit Nummer 3, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Mühe gegeben, trage ich zum einen wieder die Jeansjacke. Die ist von Miss 60, ist zwar Größe L und es ist sehr viel Elastan drin.
Aber dennoch passt sie nicht hundertprozentig. Also wie gesagt, da gucke ich noch nach einem Ersatz. Dazu trage ich mein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt von Marco Polo. Und Marco Polo ist für mich eine Marke, die hätte ich früher nicht mit dem Arsch angeguckt. Zwar war mir immer zu langweilig, zu altbacken, aber so richtig gute Basics von Marco Polo zu haben, die ich mir eben gebraucht bei Jubab kaufe, ist schon eine gute Sache. Dazu trage ich meine, wie heißt die Farbe? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Meine blau-grüne Hose, die Stoffhose, die über den Bauchnabel geht mit der Schleife vorne dran. Die trage ich dazu. Habe ich mir im letzten Jahr gekauft, dachte ich eigentlich, die könnte ich anziehen, weil Stoff und so ist aber dennoch ein bisschen zu warm. Also ist jetzt auch nicht mehr so das Ding, wo es jetzt richtig warm wird. Dazu trage ich meine Athletics-Schuhe, meine schwarzen. Das sind nachhaltige Schuhe, die habe ich mir vor 3 Jahren zum Geburtstag gekauft. Und dazu eine Edelsteinkette, eine bunte Edelsteinkette, die ich mal von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Im vierten Outfit habe ich dann nochmal die Hose an. Aber jetzt kombiniert mit meinem rot-weiß gestreiften T-Shirt, wo die Qualität nicht so ganz so geil ist. Aber herausstechend fand ich halt eben den Schnitt von dem Shirt. Das ist Forever 21. Und ist bei mir schon angekommen, da hat es so leichte Knötchen gehabt. War mir aber egal, weil wie gesagt, der Schnitt ist halt einfach richtig toll. Und dann gucke ich auch gerne mal bei sowas drüber hinweg. Und dazu trage ich meine schwarzen Sir Oliver Schuhe, die jetzt mehr oder weniger immer grauer werden. Da ist das Kunstleder kaputt gegangen. Ich habe bei Kunstlederschuhen grundsätzlich immer irgendwas zum Aussetzen. Kunstleder geht so schnell kaputt, dass ich inzwischen bei diversen Dingen, wo ich weiß, die trage ich länger, zu Leder greife, weil es einfach ein bisschen länger hält. Und die Schuhe sind das beste Beispiel, dass eben die obere Schicht von dem Kunstleder, die ist geplatzt. Die hat sich richtig runterschälen lassen können. Ich weiß, ich habe das früher auch schon bei Jacken von H&M gehabt. So ist es halt bei so Kunstledersachen. Klar gibt es da auch diverse Unterschiede und Qualitätsunterschiede. Aber dennoch, meine Erfahrung ist inzwischen die, dass einfach Leder ein bisschen länger hält als das Kunstleder an sich. Dennoch finde ich die bequem. Dennoch trage ich die und ich versuche halt eben die obere Schicht komplett wegzumachen, dass sie grau sind. Dann stört die ganze Sache auch nicht wirklich. Im fünften Outfit trage ich auch wieder so ein Oberteil, wo ich jedes Mal lachen muss, wenn ich das anziehe. Die Marke ist halt so mega langweilig. Street One. Aber bei mir ist es ja inzwischen so, ich gehe ja nicht mehr nach Marken. Also ich bin auch nicht irgendwie so, ich sage immer so schön, markenverseucht, weil ich mir eben keine Modezeitschriften kaufe, eben nicht in anderen Modehäusern bin, nie shoppen gehe, weil ich eben Secondhand kaufe, dass ich eben nach Aussehen kaufe inzwischen. Und dass dieses Bild, bin ganz froh, dass das weg ist, dass ich nicht mehr markenabhängig bin, auch wenn man es unterbewusst ist. Und dieses Oberteil ist leider auch schon so ein bisschen kaputt, weil ich es echt oft getragen habe und weil ich es halt echt bequem finde. Dazu trage ich meine LTB Jeans, die mir jetzt momentan wirklich zu warm ist. Also die Jeans erträgst du im Sommer nicht. Aber es war halt doch so die letzten Tage nicht ganz so warm, es hat viel geregnet und da konnte man das ganz gut anziehen. Und dazu trage ich wieder meine schwarzen Ballerinas, die halt einfach mega, mega bequem sind. Das ist wie angegossen am Fuß. Ich kann es nicht erklären. Ich hätte von den Schuhen wirklich gedacht, als ich sie mir geholt habe, die könnten ein bisschen unbequem sein. Und jetzt sind die bunten, die ich mir dazu gekauft habe von Sir Oliver, eigentlich unbequemer. So, und wir sind heute gelandet und jetzt brauche ich meinen Zettel nicht mehr zum Spickeln. Jetzt muss ich mich nur an mir runter gucken. Ich trage heute eine Bluse, die ich im letzten Jahr noch relativ schwierig fand. Habe ich mir für 5 Euro vom Flohmarkt gekauft. Ist eine Marke. Die Marke fällt mir aber jetzt nicht ein. Die habe ich schon öfters jetzt irgendwie auf Jubab beispielsweise gesehen. Und die Blusen sind nicht billig. Ich habe 5 Euro bezahlt, da kann ich echt gar nichts sagen.
Und das ist eine Kombinationsfrage, also wie man die anziehen möchte. Und ich finde, diese Leggings-Geschichte, die ich heute anhab, die übrigens von Tok Tok ist, gar nicht mal übel. Also es ist ein recht luftiges Outfit, weil die Wettervorhersage einfach jetzt gesagt hat, jetzt wird's heiß, zieh ein bisschen was anderes an. Also bin ich heute mal ein bisschen luftiger vorgegangen. Und diese Leggings von Tok Tok hat jetzt, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Das ist einfach so ein ganz anderes Level, so ganz, ganz anders. Die ist oben besser vernäht, die sitzt perfekt, die Haptik von dem Stoff ist einfach ganz anders. Das ist ein ganz, ganz anderes Level. Ich bin einfach zufrieden damit. Und das ist das, was ich meine, wenn man Kleidung Secondhand kauft, kann man durchweg eben auch Fair Fashion kaufen. Und an den Füßen, jetzt für diejenigen von euch, die eben keine Füße sehen können, bitte drüber skippen. An den Füßen trage ich Sandalen von der Vegetarian Shoes. Und auch die sind nachhaltig. Das ist aber ein Label ohne Labels sozusagen. Also es ist für kein Modelabel verpflichtet, dass sie eben diese Labels, also dieses Belabelte haben, wie bei der Naturkosmetik auch. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, diese Labels kosten Geld und nicht gerade wenig. Und das wird natürlich auf die Kleidung umgesetzt. Und die Sandalen haben tatsächlich nur 69 Euro gekostet. Die Birkenstocks kosten ähnlich. Ich wollte mir aber keine Birkenstocks kaufen, weil es da eben nicht das Schwarz gab. Und ich habe ewig gewartet. Das ist noch mein Geburtstagsgeschenk von dem Jahr. Erst war Corona, dann sind die Schuhe aus gewesen. Und dann gab es es und habe es mir schnell bestellt. Also, das ist jetzt noch mein Geburtstagsgeschenk aus dem März sozusagen. Und ich bin mega zufrieden mit denen. Ich kann sie noch nicht so unwahrscheinlich lange tragen, weil der Fuß sich doch so ein bisschen anders bewegt darin. Und ich habe die letzten 2 Tage gemerkt, dass ich tatsächlich Muskelkater hatte. Also, es geht immer besser. Ich hatte sie heute auch schon draußen an. Und die sind toll. Ist eine tolle Investition und ich bin froh, dass ich die mir geholt habe, weil das ist eben so ein zeitloses Ding. Nicht abhängig von irgendeiner Mode, von irgendwas, was dir in den Kopf eingepflanzt wurde. Das habe ich nämlich absolut nicht mehr, weil ich A, in keine Läden mehr reingehe wie H&M und Co. und eben auch nicht in anderen Modegeschäften gucke. Und ich weiß von den Schuhen eben, die trage ich eine Weile. Weil gerade im Sommer brauche ich offene Schuhe und ich habe lang hin und her überlegt, ob ich die mir holen soll. Es war halt immer dieses Ding, ich hatte meine offenen Schuhe und ich habe eigentlich keine Sandalen mehr gebraucht. Ich hatte 3 Paar Sandalen, die im letzten Jahr allesamt, ja, also ein Paar habe ich noch, aber der Rest ist halt alles kaputt gegangen und dann konnte ich mir sie holen. Ich war echt zufrieden oder bin immer noch zufrieden. Kennst du die Schuhe? Kannst du mir gerne auch unten mal in die Kommentare schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.